Hallo, guten Morgen. Es ist Dienstag heute. Ja, heute muss ich es wirklich ein bisschen kürzer halten hier mit den Aufnahmen. Gestern habe ich das. Was gestern? Habe ich das Bonanza-Rad zusammengebaut. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt wieder. Ist natürlich wieder mehr geworden, als sein sollte. Neue Tretlager drin, andere Tretkurbel drauf. Und so eine Geschichten alles. Also, es ist immer nie so, wie man am Anfang denkt, dass das immer so ein bisschen zu reparieren ist oder überhaupt nur aufpumpen oder was auch immer. Ja. Sondern immer gleich ganz große Dinger. Alles ist kaputt. Ist ja kein Wunder. Ansonsten hätte ich es nicht so günstig bekommen. Wahrscheinlich auch. Muss man ja dazu sagen, ich habe 50 Euro bezahlt. Ohne Sattel, mit platten Reifen und Tretlager war kaputt. Von der Räumung. Tja, so ist das. Jo, na, ansonsten schalte ich ein, sobald es interessant wird, sobald einer kommt oder so, ne? Sag ich einfach mal. Also bis später. Bis dann, ciao. Warte mal. Als erstes heute Morgen in Oranrad. Naja, werde ich mal machen. Wie lange das dauert. Wenn es mal immer so schnell gehen würde, jetzt ist er fertig. Ich wünschte, ich könnte im Leben öfter mal vorspulen. Jo, fertig, das war's. Jetzt kommt Müll. Ich glaube, ich hab's. Absolut. Danke. Danke dir. Ciao, ciao. Hast du was für die Kaffeekasse? Ja, da oben auf der Treppe ja, steht er. Nur. Hast du noch was vergessen? Ja. Ich hab's gewusst. Danke. Jetzt? Jetzt. Oh. Müssen wir auch genug schieben. Es gibt einmal das. Und da drüben sind die dunklen Brote. Vorsicht, Kaffee. Ich will dunkles Brot. Dunkles Brot. Möchtest du auch eins? Ich nehme auch ein dunkles Brot. Die sind knackig und süß. Ja. Möchtest du mit Käse? Ja, mit eingequetschtem Käse. Das war Mama. Ja, ich nehme. Nee, 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 halt. Ja, das ist schon. Ich habe es nur, damit es zusammenpasst. Mama, hast du. Vorsicht, dass die Scheiben nicht runterfallen. Mama! Komm. Für mich ist das mit meiner Lieblingssoße.
gestern am Telefon. Hast du sie heute angerufen? Nee. Dass sie sich auch mal nicht. Dass man. Na? Ja. Dass man sich bei den Kindern auf die Stärken konzentrieren soll. Ich meine, wenn man immer nur sagt, was man nicht, also gesagt bekommt, was man nicht kann und da gefördert wird, ist das ja total frustrierend. Das ist genauso, als wenn ich Gesangsunterricht nehmen würde. Bringt nichts. Weißt du? Sie soll doch lieber das machen, was Linnea gut kann und das fördern, damit sie ja. da richtig gut ist. Sie kann nicht in allem super gut das sein. Das habe ich ihr auch gesagt. Ja, setze. Ich kann überhaupt nicht singen, ich kann rechnen, naja. Kannst nicht schwimmen. Kann schlecht schwimmen. Und Fahrradfahren habe ich zu Tina auch gesagt, wo sie meinte, naja, dass Linnea ja Schwierigkeiten und? Hat mit dem Gleichgewichtssinn. Ich so, ja, ich kann auch Fahrradfahren, aber auch eher schlecht. Und, ne, also es ist doch normal, dass man jeder so seine Mach mal zu. Mach mal zu. Und wir fliegen schon da. Ja. Komm her. Regenjacke ist nicht da. Finde ja, die hängt im Kinderzimmer. Hab ich gesehen. Ja, doch, ich habe sie heute Morgen immer noch gesehen. Hä? Ich nicht? Ja, aber ich. Oh, Spadi. Komm. Hm, muss nicht hinrennen. Hallo. Oh, der Thorsten ist da. Jetzt ist es 12 Uhr, fast. 1:45 Uhr. Hab gerade die Tandem drin gestellt. Okay. Ja, wieder. Federgabel. Druckstufe. So, Tandem ist. Jetzt machen wir Grillo. So, Experiment Nummer 2. Wenn man etwas einstellt bei eBay Kleinanzeigen und man möchte nur 5 Euro dafür haben. Mal gucken, wie das funktioniert. Und zwar habe ich eingestellt jetzt die Piaggio Grillo am Bastler zum Schlachten oder Aufbauen. Fast geschenkt. 5 Euro. Eingestellt vor 5 Minuten. Hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet. Also stellen wir uns ein zum Verschenken, denn bam, 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 bam. Sind sie alle dabei. Aber so. Aber die muss mal weg. Ne? Guck mal, wie lange das dauert. Jetzt haben wir also 11.45 Uhr habe ich es eingestellt. Jetzt haben wir 11.49 Uhr. Schauen mal, wie lange das dauert, bis die weg ist. Merkel zu verschenken, wäre sofort weg. Innerhalb der ersten Stunde. Und für 5 Euro mal schauen. Also bis dann.
Wir werden es erleben. Schauen wir an, wie lange Zeit haben wir denn jetzt? Fast eine Dreiviertelstunde um und noch nicht eine Nachricht. Unglaublich. So. Doch eine Nachricht. Man muss doch aktualisieren. Wusste ich gar nicht. Fünfzehn Besucher. Na, mal gucken, ob er kommt. Die Biermix-Bande. Dino. Feld. Irgendwas. Mongoose. Wie. The People. Aber Büttner King. GM. Thomas Müller. P. Felix. Ja. Kommt als nächstes Fahrradsalon. Jetzt Kappe. Ja, Thorsten fährt mit dem scheiß Rad. Man hat sie noch nicht erlebt. Nee, hat sie noch nicht geändert. Sauerei, ja. Auch nicht gefallen zu gelachen. Nee, ich wie gesagt, ich warte, ja. Es wird schön kommen. Vielleicht hat er noch. Ja. Na, wo bleibt er denn jetzt mit dem?
Es fährt! Ah ja, ja, ich weiß, ja, ja, ich kenne. Das ist ja Tandem. Das ist ungewohnt. Sitz? Wie lange ist er? Nein. Schrauben rein. Aber wir machen es ja nicht mehr. Wir reparieren ja nicht mehr. Kommt der weg jetzt, so wie das. Nicht wahr? Also bis später. Thorsten will unbedingt an dem Hänger rummachen. Ist doch nur gesteckt. Immer so weiter. Glück gebaut, ich esse. Ich fummel ein bisschen an Mr. Stummel.
Fummel an Herrn Stummel. Wer macht denn so was? Furchtbar. Schlimm, dass das Lagerproblem hier. Schraub das Lager wieder rein, hab aufgepumpt. Und dann wird Mr. Stummel bald fahren. Gucken wir mal. Ob es fahrbar ist. Die werden das Rad ja eh nicht nehmen. Was wartest du? Ist klein, nur das. Für was? Ja? Da! Ja, musst du mal runterkommen. Muss mal runterkommen. Ja. Nein, nicht das Rad bringen, sondern nur kannst du gucken. Musst du schon. Schraube? Ist das? Nee, nee. So, ist das? Das ist schon okay. Das plus Mutter, ne? Mhm. Oder das. Hm? Das ist ziemlich dick. Nee.
siehst du. Müssen wir mal Tretlager doch beschrauben. Hat ja immer noch Spiel. In der blauen Box, in dem blauen Rad. Blue Box, Blue Bike. Oh Mann, ey. Was ist denn das für ein Scheiß? Das ist wieder so ein kompletter Todesfall hier. Das ist doch echt Müll. Ah, ich baue es jetzt mal auseinander, also bis gleich. Das habe ich ja noch nie gesehen. Na, wer so den Lenker absägt, hier, der macht natürlich auch solche Umbauten. Alte Lagerschale, wird dann hier rausbekommen. Und ein Patronenlager drin. Das ist ja kein Wunder, dass das nicht passt. Ey, sag mal, wie bescheuert seid ihr denn alle? Wirklich, wirklich, ey. Jungs, macht doch sowas nicht. So ein bisschen sicher durch die Welt fahren hier. Habe ich echt noch nicht erlebt. Also sowas. Ich wundere mich, warum das nicht hält. So ein Dreck, ja. So ein Mischi-Maschi wird dann zusammengebaut und verkauft für teuer Geld. Und dann hier rumnörgeln, ja, wenn irgendwie ein Rad halt mal ein 100er mehr kostet als auf dem freien Markt. Aber dann halt auch länger fährt als die Gurken, die so zusammengeschraubt sind. Gib mir so einen Sack. Okay.
Kannst du ganz nicht. Ja. Oh Gott. Nicht mitdrehen lassen, Emma. Um Gottes Willen, ey. Schlag das raus, ey. Ich mach den Sack hin. Alter, das ist nicht wahr. Was haben die denn da gemacht? Unglaublich. Was ist das? Zurechtgeschnittene irgendwas Gedöns, ey. Ich will nicht mehr. Das ist ein Einschlaglager. Da hast du keinen Bock mehr, echt. Okay. Jetzt löse ich das hier noch. Hier ist die Winde nämlich auch im Arsch. Bis gleich. So, das hat ungefähr eine Sekunde gedauert. Warte ab. Das werden wir aber halten. Das Lager ist natürlich für den Arsch. Also die Winde hier drin ist mittlerweile auch für den Arsch, aber wir haben ein Reparaturlager. Hä?
verfickte Lichtkabel hier drin. Und Lobby. Lange nicht mehr so viel Spaß hier. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aus, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Gut, klappt nicht. Hier klappt offensichtlich gar nicht. Ah, ist das ein Scheiß. Gut, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich kündige mein Arbeitsverhältnis mit mir selbst. So, nachdem wir jetzt die Verschraubung endgültig geschrocken haben, kommt jetzt hier eine neue Befüllung drin. Ach, ist mir auch alt, ja, jetzt. Totales Minusrad. Wieso? Bleibt verhütet die Winde. Sehr gut. Thank you.
So. Ja. Ja. So. So. Ja. So. Unglaublich. Hey, mir ist so schlecht gerade. Ich weiß auch nicht, wie was Schönes essen. Ach, jetzt zieh doch mal rein hier. So.
So, haben wir. Aus wie Scheiße. Mit der Blätter so, wie das im Grunde genommen. Neues Lager ist drin. Auf alle Fälle. 150, weg. Ist das nicht. Das ist total bescheuert. Ja, von außen an. Müll, bleibt so. Nicht fahrbar. Und hören uns da vorne. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich habe einen Auftrag. Mensch, aber jetzt sind erst 3:45 nachmittags. Schaltzug gerissen. Dann machen wir das mal schnell. Also ausklinken. Der Teil fällt freiwillig ab. Ziehen wir die Reste des Zuges raus. Jo! Na, was denn? Schraube lösen. So, dann haben wir das einzeln. Jetzt müssen wir nur noch am Schalter den Rest vom Zug raus friemeln. Bleibt jetzt hier so eine kleine Klappe hier oben. Da öffnen wir die Deckelchen. Sehen wir da den Zugrest. Können wir das hier rausbringen? Eieiei, naja, das wird mir die Fummel. So, da ist der Zugrest, der muss raus, der muss raus, der muss raus. Da ist er. Und da war er. Oh, jetzt kommt ein neuer Zug rein. Fertig ist der Lack. Na, wer ist denn da? Wer schaut dazu? Mensch, Mr. 1465 ist wieder am Start. 1465.
Hallo. Ja, bitte. Bitte schön. Mein Bike just auf das Programm completely flat. Du ja. You can put some air in. It, pump is off. Yeah. Can use it. So. Was für ein Tag heute. Ja, es ist 14:65. Das ist der erste Auftrag heute hier. Also, was für ein Scheiß. Scheißzug gerissen. Völlig öde. Und auch schon gleich wieder fertig. Auch schon gleich wieder erledigt. So. Schauen wir mal hier hinten. Da ist er ja. Moin. Ach, ich komme mal. Schon wieder weg. Geht's denn gut? Schön, komm. So, neue Kabel gecuttet. It's working? I hope so. You hope? Okay. I'm not sure if I let it go. But if not, I'm here until 9. Okay. Thank you. Bye. So, das war's. Fertig. Finito. Was machen wir jetzt? Das war's schon wieder. Erledigt. Gut, 8 Minuten. Bis zum nächsten.
Family. Future. Langsam, langsam, langsam. Das ist deine Wanderflasche. Mickey, gib mir doch einfach die mit dem Kreuz. Ja, weil den muss ich ja mit reinnehmen. Das ist gar nicht. Luki, du kannst von mir noch was haben. Ja. Ja, aber das ist ja nicht schlimm, Manu. So, Klebeband nehmen. Du hast zuletzt. Was lange, ja. Das. Ja, ist schon klar. Hallo. Viel zu billig alles immer. Billig, billig, billig.
Egal. Ist egal, ran. Guck dir das Rad da an, Mann. Das ist alles Müll. Na, toll. Ja. Das ist alles Müll. Alles Müll. Das ist gut. Was? Müll. Falsch. Den baue ich nicht an das Rad. Nein. Müll! Das Müll. Schnell weg, schnell verkaufen, schnell weg. Ich glaube, jetzt esse ich erstmal was. Das will ich ja so genau machen. Ich muss was essen jetzt. Essen. Mitgekriegt. So, jetzt wo was passiert, hat auch der letzte abgeschaltet, in der Hoffnung, der die ganze Zeit gewartet hat, dass was passiert. So, jetzt ist keiner mehr da und guckt keiner mehr zu, jetzt kann ich alles für mich alleine machen. Keiner wird es sehen. Ich freue mich. Ja, ja, so ist das. Na, ist ja auch langweilig. Okay, Langeweile Rad. Ich würde mal sagen, das bleibt bei der Innenbremse. Da mache ich zwei. Schlimm. So, lass mal zubiegen hier. Professionell, wie man das macht in so einer Werkstatt. Da, genau, dann passiert nämlich das. Ah. So haben wir das jetzt eindeutig veranschaulicht. So, liebe Leute, also wenn man das einfach aufbiegt, um das... Naja, so war es ja. Ne? Um den Griff hier, den Bremshebel hier ranzukriegen an die Stelle, so wie es ja vorher war, bei dem kurzen Lenker, musste man das ja direkt hier ranschieben, damit man überhaupt eine Bremswirkung hat. Dann gibt es eine Sollbruchstelle. Diese Sollbruchstelle beim Zurückbiegen spätestens, ansonsten in einer Gefahrensituation reißt sie. Dann sieht das so aus. Und hat die Bremse auf einmal keine Funktion mehr. Man fährt frontal unter den Laster, der einen dann matschig überrollt und ja, das war's. Ja, so ist es denn. Also, Bremsen niemals an Aluteilen rumbiegen. Das tippt nur Schrott. Das kommt eher ab. Haben wir ja gesagt schon. Hier, lösen, ab, weg. Ist eh zu kurz. Ja, wenn man den hier ranmachen würde, das wäre eh zu kurz. Vom Kabel her zu straff. Hat wieder einer eingeschaltet. Ist ja ein Ding. Jo, so sieht's aus. Ich habe doch keiner eingeschaltet, den schraube ich jetzt ab. Ich muss jetzt auch mal eine Schraube drehen. Das ist meine Droge. Ab. Ich zeige es auch nochmal in die Kamera, was passiert, wenn man hin und her biegt mit Alu. Das reißt halt einfach weg.
Ganz normal. Spröde Schlunz. So, du, wie weiter? Neue Bremsziegel ran. Fertig, wie ich Bremsziegel. Neu, aber kurz, weil wir haben jetzt auch einen kurzen Lenker, aber nicht mehr so kurz wie der vorher dran war. Brauchen wir trotzdem gute Hebel. Hier. Tukatten oder so, ist doch unglaublich. Kurze Hebel. Hallo. Ich hatte eine Frage, aber ich glaube, dass ich schon die Antwort habe. Sie könnten hier auch die Fahrrad reparieren, oder? Ja, okay. Können wir auch, eventuell. Und ich möchte meine Fahrrad Farbe wechseln. Mhm. Kann ich Paint ja kaufen auch? Nee, das machen wir nicht. Wo kann ich das? Das kannst du im Bauhaus kaufen. Wenn du das selber machen möchtest, dann im Bauhaus kannst du Farbe Bauhaus? Kaufen. Bauhaus? Bauhaus. Hermannplatz. Cool. Ja, da findest du alle Farben und dann... Super, danke. Einmal überspringen. Ja? Tschüss. Bitte, bitte. Ciao. Jo, ein Farbwechsel beim Rad. Machen wir nicht, aber... Ja, was? Was? Ich nicht. Ich hab nicht. Deswegen werden keine mehr reingesteckt. So, unsere Schlüssel draußen werden offensichtlich alle mal geklaut, die wir in der Werkzeugkiste haben für Leute, die selber reparieren wollen. Das ist sehr nett von den Menschen. So nehmen sie uns die Entscheidung ab, ob wir weiterhin diesen Service anbieten sollen oder nicht. Ja, das ist doch toll. Nur noch gegen Vorlage des Personalausweises und gegen Hinterlegen von 100 Euro ist die Werkzeugkiste zu benutzen. Moment, was vibriert hier? Okay, ganz schön der Rahmen kaputt. Ich brauche Bremshebel. Muss wieder hinter der Tür verschwinden. Bremshebel haben wir gefunden. Schraube ich jetzt hier einfach mal fest. Oh Mann. Ende finden und muss ja auch mal weitergehen. Wundervoll! Jetzt nehmen wir noch zwei Griffe hier aus dem Griffabteil. Haben wir ja keine. Toll. Ich hab die Punkte nicht in dem. Muss mal was Neues sein. Ja, die sind doch schön hier, oder? Sind die toll? Die nehmen wir. Die nehme ich. Alleinunterhalter, das macht Spaß. Ja, das wollte ich schon mal. Oh Gott, die wehen, wenn ihr groß werdet. Alleinunterhalter. Quatsch mit den Achereien. Oh, gut. Alexander, ja, TL. Wunderbar. Oh, da möchte ich mal in den Dschungel kämpfen, wenn ich groß bin. Whoa!
Hä? Ist ja schon ruhig. Dennis, Mensch, wo bist du denn? Wo bleibst du denn? Warum kommst du denn nicht, Dennis? Was denn los, hä? Hast du Schiss oder was? Wo sind die Züge? Sind denn die Züge? Haben Sie Züge? So, ich muss weitermachen. Publikum unterhalten. Wenn ihr nicht mich mit Flicken abgeben. Genau in die Hand geworfen. Hat es ja keiner gewohnt. Ist ja klar. So, da ist er wieder. Zug vorne, Zug hinten. Natürlich. So. Nee, wirklich, heute, warte mal, das ist hinten, das muss nach vorne, dann kommt das hier hin. Sehr schön, wunderbar, das klappt doch. Wird abgelenkt, die Länge. Doch nicht in die Tasche. Wouldn't it be good for absolutely nothing? Sing it again! Funktioniert. Guck. Einer. Ich bin stolz auf mich. So, das kann auch nur ich. Machen wir es mal ein bisschen schneller hier. Ich mache das noch nicht hier mal. Was hast du denn? Traust dich nicht rein?
Was hat er denn? Jetzt auch ab. Ja. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Ein bisschen Videomaterial zusammenkriegen von heute. Heute habe ich glaube 40 Minuten oder so. Nicht mal. Schlittschuh! Ja, die guten Schlittschuh. Ja. Der Tati. War nicht für dich? Nee. Hm. Na, manch einer kann das gut, gleich. Ja. Das ist immer schwer. Ach so. Ja. Als Kind schon? Als Kind schon? Ja. Oh, das ist aber eigentlich für alte Leute. Wollte ich jetzt? Ach so. Das hier. Wollte ich. Viel zu viel Arbeit für das Rad. Das Rad ist alles Müll. Müll. Ach so, okay. Ja, das ist ja, so. Das ist ja neu. Ja. So, und dann schreibst du noch dazu. Jetzt. So, das funktioniert. Dann das hier und das hier und das da. Scheiße, ja, Kackerlacker. Ja. Einmal. Ist okay. Nein. Ach so. Ist okay. Kein Problem. Alles Müll. So, fertig. Funktioniert. Jetzt? Ja. Abschneiden. Einmal. Zweimal.
Hä? Ja, nur zwei, einer. Ja, der Matador und Matador, Schweine beim Schauen. Ja, aber einer bin ich. Ja, aber du bist so weh, so ein Mann, so ein Schwein. Ach du. Einer hier, ja, einer ja. Nicht. So, jetzt wird das noch eingestellt. Ja. Einmal so, einmal so. Genau. Mensch. Fertig. Fertig ist das Wunschmobil. Aus Kakerlaka kurz. Haben wir jetzt ein super geiles Rad gemacht. Ich kann mich gleich nicht mehr biegen. Ah, Dresch. Wunderbar, Hammer. Fertig, Feierabend. Zweite Bremse musste ran. Bremszug. Natürlich ein anderer Lenker. Mit Bremshebeln. Licht vorne funktioniert. Meinte der Chef. Hinten haben wir keins. Da kommt ein Blinklicht dran, LED oder was. Neue Tretlager ist drin. Viel zu viel gemacht an dem Rad. Normalerweise würde ich für die Reparatur, für die Arbeit jetzt schon 100 Euro bekommen fast. Plus Teile. Ja, locker. Natürlich, Tretlager ist ja schon 60. Bremsen, also Tretlagertausch macht 60 Euro. Bremsen, Züge. Plus Einstellen macht 30. Schon 90 und dann natürlich noch die Bremshebel und der Lenker und die Griffe und die Montage. Und das ist am Ende sehr teuer eigentlich. 250 verkauft habe ich das raus, was ich investiert habe. Also nehmen wir 180. Was denn? Ciao. Ich verstehe nicht. Warum kommen alle, wenn sie kommen, mit Hollandrädern? Einer der spärlichen Aufträge heute. Ein Hollandradzeuger hier. Hinten ist der Reifen zu dick. Der schleift ab und zu. Muss ein dünnerer rein. Vorne schleift der Korb. Oder ich muss komplett gemacht werden, das Rad. Also. Erstmal bauen wir Hinterrad aus. Dann ist auch noch der Kettenschutz kaputt. Lappert hier rum. Der soll auch ab. Das Licht funktioniert nicht mehr, weil der Korb drauf hängt. Und ein Gepäckträger muss installiert werden. Viele Dinge zu tun. Ich halte euch auf dem Laufenden. Hinterrad hat das raus. Kettenschutz habe ich jetzt gerade abgemacht. Dazu musste ich die Pedale auch noch abschrauben hier drüben, damit man den da rübergezogen kriegt durch dieses Loch hier nämlich. Ja, das habe ich einfach gemacht. Draußen räumt schon ein. Ist auch schon spät. Ich mache aber weiter. Zur nächsten Etappe. So, was haben wir jetzt gemacht? Lampe habe ich abgebaut. Den Korb habe ich abgebaut. Das hat das bald nicht mehr wert. Der Dynamo hängt lose rum. Wo sieht das aus? Schaltzug ist ab. Jetzt wird neu wieder aufgebaut. Assembling. Ja, das sieht so gut aus. Okay, fangen wir an mit dem Reifen. Mach ich nicht, hier.
Laufrad. Wir lassen die Luft raus. Wir mal erst die Luft rauslassen. Luft ist raus. Das Schräubchen hier, die Feststellschraube hier oben gelöst. Ist immer das gleiche Verfahren, ne? Damit drinstecken. Dann geht zur anderen Seite vom Ventil. Und den kann man noch 1, 2 und 3. Dann machen wir jetzt mal das hier. Dann machen wir da so einen Schneebriesel rum. Mit dem Biss, der ist eigentlich okay. Pack mal in die Ecke. Jetzt holen wir uns einen 37er. Jetzt holen wir uns einen 37er. Marathon Plus. Und einen neuen Schlauch. Jetzt auch noch dazu. Ei, ei, ei. Das ist ja 46 oder so. Ah, Herrgott. So. Ja, hallo. So, dann haben wir den. Jetzt kommt. Ich habe letzte Woche ein Rad zu mir gebracht und dann bin ich krank geworden. Deswegen komme ich jetzt erst zum Zentrieren. Die Frage war, ob das noch geht oder ob alles reißt. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Wollte schon wegschmeißen. Nee, natürlich nicht. Ich habe mir schon gedacht, der ist wieder so einer, der hat nicht abholt. Ist ja unglaublich. Nee, ich habe es einen Tag vergessen und dann bin ich tatsächlich krank geworden. Ist ja unglaublich. Wie ich erfahren habe, hat angeblich Alt-Berlin denselben Virus gehabt. Ja, hoffentlich hast du nicht mitgebracht. Nee, jetzt bin ich wieder gesund. Sehr schön. Wunderbar. So, dann ist mein Kurzbaum hier. Da ist er schon drauf. Schlauch in der Hand, der kommt jetzt drin. Mach ich jetzt auch.
kann es nicht. Ich muss hochgehen und helfen. I'm proud to present the Hinterrad. Etappe 1 abgeschlossen. Dann sind wir gerade beim Ständer anbauen. Ich packe die Beschreibung zum Anbauen beiseite. Auf der Achse habe ich schon montiert. Jetzt kommt der Rest noch dran. Ständer, Gepäckträger. Ist schon. Du bist schon was dick. Ist ja witzig, keine Unterlegscheiben, nicht da. Schon kurios. Heutzutage wird immer alles ohne Unterlegscheiben, alles scharfkantig ausgeliefert. Scharfkantig gestanzte Teile. Das ist unglaublich. Die Qualität heutzutage ist ja wirklich erbärmlich. Aber vermutlich, weil die Leute das nicht mehr bezahlen wollen. So, jetzt konnte ein Festschrauben. So, die gucken dann hier raus, oder was? Ventilkappen machen wir an. Ventilkappen. Schau ich mal, ob es passen könnte. Ciao. So, weg ist er. Der Borst mit seiner Frau. So, ich mach da mal Ventilkappe auf. Weil was drauf muss. So scharfkantig. Ne? Ansonsten verletzt man sich. Gut, ist dran. Würde mal sagen, ist okay. Später. Hast du mich heute vermisst? Ja. Wolfgang, wo warst du denn? Im Jarten. Ah, und war schön? Ach, hör auf. War nicht schön? Der kam da mit raus, wisst ihr, Kleine, wa? Wer, Alex? Ha? Alex oder wer? Alex, nee, der gestern mal mit dann mit denen hier rumgebastelt hat mit denen. Naja, der Mika. Ha? Mika. Wer ist der Mieter? Mika. Ich sag einfach Micha zu ihm, ja. Ja, Mika. Ich dachte, kann Micha sagen, ja. Ja. Wisst ihr, nicht du. Das kannst du vergessen, der hat
hat er eine kleine Ecke gemacht, kam er mit seinem Jungen raus. Ja. Sein Baby, ach, oh, naja. Ja. Ich hab zu Nüsse gesagt, Gott sei Dank, dass der wieder um drei abgehauen ist. Ich war so wütend, ja. Wieso warst du denn wütend? Der hat mir, da fängt er an, ein paar Würste zu kochen. Würste? Ja. Er hat bloß 5 Euro mit. Hat er dann bezahlt, sein Essen noch, ja. Ja. Ich hab mir gesagt, ja, sag, wisst ihr, ich hab kein Geld, ich könnt ja nicht bezahlen. Ja. Hast du ja mitgekriegt jetzt dann, wa? Ja. Ich hab nur Ohren. Ich wollte nur Gamma, Platz, mein Fisch holen. Und der war nicht da, dann zack, zack. Und dann kam er wieder. Er hat mir angeguckt, dann passiert sich alle, bla bla. So draußen, ich stehe. Ich sag jetzt, Herr Urbane, Platz, Kolli, ich stehe da und warte. Ich hab so richtig Angst gekriegt. kennt mich ja, wa? Ja. Unpünktlich, ja. Ja. Wo ist er denn, ja? Ich sag dann, Urbane, Platz, Kolli, rufst du an bei mir auf dem Handy. Ist das Hammer, Rast an der Raum. Sag, hier ist, ich bin jetzt ein bisschen verkehrt. Und dann mache ich dich zu. Ja. Und naja, da kam er, ja, da müssen wir da weglaufen. Ja, ich habe gesagt, nur für all die Rinde, ja, da ich habe ich da kaputt, ich muss da was zu essen holen. Ach, mir ist das Appetit feiern. Also. Wolfgang und der Praktikant. Nee, also sowas. Er hat mal ein bisschen was gemacht in der Ecke, aber die konnte, wenn er nicht dabei ist, der muss ja keine schlafen und ach. Naja, das ist ja richtig. Naja, klar, los, aber hat er mit dir rumgespielt, denn ich hab immer Angst gehabt, der tut sich mal mit der Kralle da, weißt du, mit den Dinger da. Ja. Das ist dann mit dem, hat der keine gepennte Stunde, ja. Da wach hat er den geweckt oder was? Der, und das hat mit dem mit Kolonie gelaufen da. Ich hatte naja gedacht, ach, ich war irgendwie. Ich sag, du hast einen Schaden gemacht, wieso? Naja, hast die Boiler volllaufen lassen, dann kam das Wasser oben raus. Hat den getrocknet, dann hat er angemacht, dann war Wasser damit abgewaschen, weiß was, hab ich was sauber gemacht, hat er abgewaschen, alles. Ja. Aber das ist eine Hälfte und dann, ach, Müll. Und dann alles bei mir im Kompass, und ich sage, bei mir rutscht das im Kompass und nicht, bis es reicht, da hat der Ratten wieder drin. Ja, genau. Nee, also, komm, hör auf. Wolfgang, das ist schwierig, wa? Hallo. Ja, hallo. Das ist halt immer schwierig, da, wenn man jemanden mitnimmt oder so. Ich brauche deine Hilfe. Was brauchst du denn? Ja, ich will meinen Reifen aufpumpen. Das habe ich gerade zu Hause versucht und ich krieg die Ventilkappe nicht runter. Ich habe die selber dazu fest draufgeschraubt. Die Ventilkappe klemmt. Ich habe ein Stück Stoff zur Hilfe genommen, aber ich hatte keinen Nerv noch nach oben, zurück in meine Wohnung zu gehen und Werkzeug zu holen. Oh, Ventilkappe klemmt. Also, ja, danke, das war schon. Na, genau. Danke. Bitte. Kannst du die Pumpe nehmen, vielleicht schon meine? Hier ist deine Ventilkappe. Ja. Vielen Dank. Teilüberruf. 2,50 Meter. Ist für den Grünen schon. Ja, schon klar. Kann man ausprobieren? Hast du Zeit? Oh, Wolfgang, ich hab eigentlich auch keine Zeit. Ich setze mich kurz mit dir hier hin. Kannst du erzählen von deinem Leiden? Du kannst doch ruhig meine Pumpe nehmen, Mensch. Ja, ich weiß. Naja, gut. Willst halt mal zeigen, dass du auch eine hast. Das ist gut. Der wohnt ja so eine Gemeinschaft, wisst ihr gerne? Nee. Ja. Leben ohne Drogen, oder? Was für eine Gemeinschaft? Naja, in so eine. Wie soll ich das erklären? So eine ehemalige. Ja, wenn ich hier so. Als wenn ich jetzt bei euch wohne, so, da hast du noch drei, vier andere Leute, so meine. So eine EG wählen sich, das weiß ich meine. Genau, instinktiv die richtige Seite gewählt, fantastisch. Ich hatte erst die andere. Echt? Ach so. Instinktiv die falsche gewählt. Nein, ich meine mit dem Hebel. Das andere habe ich bemerkt. Ja, ja.
EGW nennt sich jetzt so. WG? WG, ja. Wohngemeinschaft. Wohngemeinschaft, ja. Tja, Wolfgang, jetzt hast du mal kennengelernt. Besser. Na, das geht doch schneller, wa? Also, 5, ihr Leser, 5 sollten drauf sein. Echt? Ja. Ich dachte, das Ding da ist dann so ein... Nee, nee, 5 Bar. Warum stehen da nur 4? War Dennis heute hier? Hä? Warum zeigt denn der Pfeil auf 4? Welcher Pfeil? Der hier, der gelbe. Den kannst du doch schieben, wohin du willst. Ja, warum habt ihr den auf die 4 geschoben? Und wer sagt, dass wir den nicht oben haben? Da spielt jeder dran rum an der Pumpe, nur nicht wir. Bei meinen Reifen? Mindestens 5. Ja, das Ding ist aber, dass der Mantel, also beim Vorderreifen geht's, glaube ich, aber beim Hinterreifen, guck mal. Ja. Wenn ich den richtig voll mache, dann der Platzband, der ist super kaputt, guck mal hier. Ja. Aber beim Vorderreifen geht's, glaube ich, oder? So. Naja, ansonsten muss er halt gewechselt werden. Ne? Also du kannst ja nicht mit einem halbglatten Reifen fahren, nein, das ist ja auch nicht gut. Ich weiß, dass er gewechselt werden muss, aber nicht jetzt. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen außer Luft und... Luft und Liebe, na dann mach mal. Hier machen wir 5, oder? Okay, aber hinten... Du kannst machen, was du willst. Du kannst nur mit einem Bar fahren, das ist mir gleich. Setze dich jetzt um mein Rad, jetzt, wo wir da schon mit anfangen haben. Guck mal, hier kann ich keine 5 mehr reinhauen, oder? Dazu muss... Das will ich auszuprobieren, aber ich würde es nicht machen. Das explodiert mir sonst unterm Arsch. Genau, ich würde es nicht machen. Ja. Und der ist aber okay, oder? Na, sieht ja auch aus wie ein anderer Reifen, wa? Als wenn der schon ein bisschen neuer ist, eventuell, als der hintere. Ist ja auch ein anderer, oder? Ist doch ein anderer. Das sind nicht die gleichen. Ja, das ist ein anderer. Aber. Ob das der Original ist, weiß ich nicht. Kannst du denn den überhaupt? Der kam mir in den Laden und hat mich voll getextet. Was hat er? Der kam mir in den Laden und hat mich voll getextet. Über Kekse? Ne, über Kekse, meinetwegen auch über Kekse. Getextet. Gekekst. Voll gekekst. Gemeine Attacke. Ja, er hat mir einen Keks genommen und hat mir einen Kopf geworfen. Er hat gesagt, was denn das? Der ist halt ein Student, ne? So ein. Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Ich ist aber auch kein Student. Also das ist nur so ein... Keine Ahnung. Was der macht, keine Ahnung. Der hat wohl so da zu mir, naja, er hat ja irgendwie 700 und etwa Euro Rente und... Rente? Ja, was? Wieso Rente? Der ist doch gerade Vater geworden. Was ist denn das für eine Rente? Studienrente? Versteh ich nicht. Dass Mika Rente kriegt. Ach, wisst ihr was? Mir war so irre. Auf alle Fälle kommt er dir nicht mehr aufs Grundstück. Also, die hat sich zwar gefreut, ja, aber viel, so viel hat sie auch nicht mehr gemacht. Verzeihung, ich sehe gerade, hier sind zwei Diagramme. Die 5 außen oder innen? Furchtbar. Also die 5 innen, nicht außen. Na, außen stehen ja 40. Das ja. Steht 5 auf 5. Also das wäre ja 5, wäre ja irgendwo hier unten. Ja, ja, das genau. Das, ja, das könnte eine andere Einheit sein. Richtig, das wäre 40. Das ist BSI. Das ist eine andere Einheit. Ja, aber eine andere Einheit, wie zum Beispiel. Ja, 170 oder 1,70 Meter. Genau. Aber also innere 5, dann bin ich. Zukunft blicken können wir ja alle nicht, ansonsten wären wir ja wahrscheinlich woanders, aber oder weggesperrt. Deswegen weiß man natürlich nicht, ob der explodieren kann. Ich mach das demnächst.
wird woanders hingehen. Ich wollte das in der Regenbogenwerkstatt machen. Was? Das, du hast gerade gesagt, woanders hingehen. Nee, ich meine, in die Zukunft blicken kann keiner von uns. Ansonsten ja, würden wir ja woanders sein oder uns woanders schon befinden, wenn wir das könnten. Oder woanders hingehen oder was wir tun. Aber, ja. Deswegen kann ich dir nicht sagen, ob der explodieren wird oder nicht. Ja, das ist gut. Naja, das ist ja die Freude, mit der er telefoniert hat, ja. Und dann ist heute hier? Nee. Mal sehen, nicht gebrannt am Triest zu oben. Naja, seine Frau wohnt da. Achso, naja, ja. Hat er mit ihm nichts zu tun? Nee, hätte er sein Geld. Achso. Kannst du gerade reden nachher oder nicht? Weil viel hat der ohne gemacht, ja. Hm? Extra viel hat der ohne gemacht. Vorne ein bisschen, ne? Die kleine Ecke da wieder rumgehackt, da um die Erde wieder. Die Kleine hat seine Schuhe ausgezogen, barfuß die Lofen. Ja, ja. Hat sich gefreut, dass er mal draußen war. Ja, natürlich, das ist doch in Ordnung. Das ist doch gut. Hast du gut gemacht, Wolfgang? Hast du einen sozial Schwachen unterstützt? Und das selbst als sozial Schwacher. Also im Grunde genommen bist du doppelter Held. Wenn die Armen den Armen helfen, das ist. Ja, das ist gut. Arme, wir Arme. Ich bin ja auch ein armer Mensch. Du bist ein armer Mensch, ja. Meine letzten Cent hier. Die letzten Radieschen hat er dir heute ausgeruppt. Und ja, du hast nicht mehr für den Winter. Da kam er in Ruhe, die große Phase zum Bettler an mit dem Zettel da. Statt bei mir mit dem Pizza. Ja, ja. Solange sie schreiben können, sind sie gut gebildet. Das ist in Ordnung, da brauchst du nicht stehen. Ja, Winter, ja, haben wir ja nicht gegeben. Doch. Ich hab mir die Reklame angeguckt, was da drin an der Seite gestanden hat. Ach, da Werbung verteilt. Nee, da hat auch die Musik. Da hat erzählt davon, wo seine Wohnung da, bla bla bla. Gestern noch, oder vorhin über gestanden haben auch immer. Und genau, ja, und da liegt die Ihnen die Sicht erzählen. Naja. Ja bitte, kein Problem. Mensch. Gebrauchte Reifen haben wir selten. Also Rennrad habe ich. Die sind meistens ähnlicher Zustand. Denn. Lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Nee, das sollte man schon neu holen. Gerade beim Rennrad, da ist ja nun wirklich so wenig Lauffläche, die den Boden berührt und die ist nun mal verschliffen. Also die ist dann irgendwann durch. Deiner Wahl. Aber mach es. Ja, gib welche. Wie heißt das? Marathon Plus. Das ist der Name der Marke? Das ist das Modell. Wie? Marathon Plus? Marathon Plus. Marathon Plus. So mit Anti-Platteneinlage. Genau. Empfiehlst du das? Ich habe so bei meinen Mieträdern, habe ich die überall drauf und die gibt es auch in einer schmalen Breite. Also ich auch so schmal, relativ schmal. Ein bisschen dicker sind sie natürlich. Ich bin gleich bei dir. Ja. Hast du den zu verkaufen auch? Ja. Kannst du auch gucken. Unten rechts, wenn du magst. Ja. Und die kosten 39 Euro ein Stück. Ja. Marathon Plus. Schwalbe, Marathon Plus. Ach, von Schwalbe. Nur Schwalbe macht das oder? Nee, tippt doch von Michelin City Pilot Plus und so, aber die kosten 54 Euro. Ach so, noch mehr, okay. Und dann gibt es aber vom Kenner, gibt es so eine ganz billige, gibt es auch, aber ob die vertaugen,
Kinder Shield irgendwie Protection. Ach, okay, ist und zwischen Schwabe und findest du da, dass ich von der Qualität her sind die gleich? Marathon und Schwalbe? Also Schwalbe ist günstiger, aber auch nicht weniger schlecht deswegen. Als die Michelin? Ja, also die Michelin, Michelin wird es nicht in der Breite geben. Ach so, okay. Das ist ja City-Pilot, das heißt, er ist für City-Räder, ja, und City. Das heißt also, die sind ordentlich dick und die sind richtig schwer, die habe ich schon mal in der Hand gehabt, die waren ordentlich schwer. Aber die lassen die Janisch durch, also die sind wirklich gut. Die Janisch durch ist schön. Ja, ist eigentlich nicht erwünscht heutzutage, sonst kommst du ja nie wieder zum Reparieren. Von euch? Ich habe da keinen Einfluss drauf. Ich bin nicht die Industrie, nee, aber die Industrie sagt sich natürlich, die verkauft dann nicht mehr. Also eigentlich sind die gar nicht erwünscht. So eine Produkte werden dann auch schnell aussortiert wieder, wenn sie zu gut sind. Das ist ja auch schon oft genug passiert, dass sehr gute Sachen vom Markt genommen wurden, weil sie einfach sehr gut sind. Ja, auch gerade in der Gummiindustrie, weil das ist ja ein reiner Verschleißartikel. Du hast ja null Garantie. Ja. Sobald du das Ding einmal aufgebaut hast, ist erledigt, sind sie raus aus der Garantie. Also einmal rollen, nimmt das keiner mehr zurück. Deine Schuld, wenn da was passiert. Deswegen ist das so eine Sache. Ne? Also das ist natürlich ein sehr großer Marktfaktor, also Geldfaktor. Schläuche halt. Was ohne ist Ende. Das breiteste, was ich hier raufziehen kann? Ich würde gerne 25 wahrscheinlich. 25 mm. Da gibt es viele. Ich würde so gerne mal mit dem Rennrad weiterfahren, aber ich überlege mir echt ein Mountainbike hier für Berlin zu besorgen. Ich muss anstrengend. Ja, dann macht das doch. Macht das doch, ja. Ja. Gerade für Ost-Berlin. Ost-Berlin? Gerade für Ost-Berlin. Ja, gerade für Ost-Berlin. Wenn du in Ost-Berlin fährst, nicht wegen der schlechten Straßen, sondern wegen der noch vorhandenen Straßenbahnschienen. Die kommen selten in die Quere. Na gut, dann hast du eine gute Strecke, aber eigentlich in Ost-Berlin sind sie alle voll mit Straßenbahnschienen. Weil da hast du in West-Berlin auch das gleiche Problem. Also das ist kein Unterschied zwischen Osten. Da ist im Osten sogar fast noch besser. Ja, wegen Paradestraßen und so, da muss ja alles sauber sein und die Tiert. Und ich. Ja. Bitte. Straßenbahnschienen bin ich schon mal gestürzt vor 15 Jahren oder so, das passiert mir schnell. Ah, dann bist du geimpft. Ja, genau, ich bin geimpft. Okay, vielen Dank. Ja, bitte. Schönen Abend. Dir auch, ciao. Sag mal, ist es schon 8 Uhr? 10 vor jetzt doch. Ciao. Ciao. Ohne Macke, wa? Ohne Macke, wa? Wolfgang sagt's. Och, ne Macke, wa? Willi trocken. Auch eine Macke, wa? Ich sag dir, hier ist die Tage. Ich sitze die Hölle los. Ich muss sagen, auch wieder bei mir. Die Hölle? Ja, ja, ja. Machst du ja nicht rum. Sag mir, wenn ich da bin, bin ich da. Sagt der Mann, geht's hier rum. Und jetzt ist er noch zu Hause. Man, wenn ich nicht da bin, das sagt der alles, wir werden alle Tür, Telefon klingelt, wir können Handy mit unterwegs, wir können mein Handy. Mika, so wie der Rennfahrer, Mika Häkkinen. Kennst du Mika Häkkinen, Formel 1? Ja. Mika. Mika. Wie Mikado. Mikado, ohne Do. Hab ich dir doch gesagt. Der kam hier in den Laden drin, kam runter und hat mich voll getextet. Hat mich zu erzählt. Voll gelabert. So die ganze Zeit. Eine Stunde bestimmt. Dann hat er mich gefragt, ob er hier mal Praktikum machen kann, sodass er ein bisschen was lernt oder so. Ach so. Das finde ich ja grundsätzlich immer nicht verkehrt. Wenn jemand ein Praktikum und was lernen will nebenbei und ein bisschen sich weiterbilden will, finde ich das ja eigentlich ganz gut. Naja, und als er dann kam, halt. Naja. Ich will eigentlich will er ja nicht lernen.
Eigentlich will er ja nicht mitkriegen. Der ist so, das weiß ich nicht, das merkt man ja. Der will ja nicht. Wenn der könnte ja auch mal einen Schlauch in der Hand nehmen, könnte ja auch mal einen Schlauchwechsel machen, aber er will einfach nur, was ich so gesehen habe, ist einfach nur, dass er einfach nur erzählt. Mit den Leuten, der will einfach nur Kontakt mit den Leuten haben. Das hat auch schon mal jeder. Ja, na hier, das wenn er hier sitzt, dann quatscht er ja jeden voll und so, jeden Kunden und so. Hallo. Und, hallo. Dann sagt er mir ja auch. Und das ist ja auch ja nicht, das ist ja auch ja nicht gut, wenn der hat ja auch ja keine Ahnung. Und wenn er dann den Kunden irgendwas erzählt hier, das ist ja nicht, das ist ja nicht immer das Richtige. Und dann sage ich immer schon zu ihm, Mika, komm, jetzt sei mal ruhig bitte. Ja, lass mich mal, das ist mein Job, ich muss das machen hier. Misch dich da bitte nicht ein. Und dann ist er ja, merkt man so, der fast wie ein bisschen eingeschnappt. Naja. Ist dann schwierig halt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ich meine das nicht böse, aber ich mag das nicht, wenn mir einer dazwischen redet. Das mache ich auch nicht. Er dachte, er baut ja, er will den Hof bauen und aus Bauholz und keine Ahnung. Ach, das wird er ja nicht. Ich habe ja keine Ahnung von ihm. Der hat nicht viel gemacht am Dreier, da, wie wir kommen, oh, hat er schon Hunger. Hat da 6,5 Euro Schein, bisschen kleiner, dann das war ein Senf, fragen wir das, war jeder kommt in den Senf mit, ich hab da was zu Hause, was waren da noch gewesen, weil ich ihm geschenkt habe. Ich weiß nicht, ob der Milch braucht, das braucht er, ich hab mir Brot mitgenommen, ich habe auch über 6 Euro bezahlt, der lässt mir zwar seinen Sohn mit. Nö. Nee. Kriegt er ja nicht ein. Sag ich ja, ich habe ja auch noch 20 Euro bis nächste Woche. Mhm. So, wir haben Samstag Arbeitsdienst, hat mein Arbeitskollege gefragt, kommst du? Sag ich, weiß ich nicht, ich hab kein Geld, also kein Fahrgeld mehr. Ja, geht das zur Bank immer jetzt tun, will ich ja nicht. Noch nicht. Ja. Ich werde dann alles sehen, was die da machen, dann sagen sie mir, wieso? Ich denke, ich bin ja nicht dafür. Ich bin, was heißt das, zuständig oder was? Dann brauchen sie mir wieso nachher nicht dafür. Kannst du mal ja nicht wieso. Das hat sie erledigt. Ich werde, der kommt sowieso nicht mehr raus, weil wir hatten eben mal gewesen. Ich habe meins, was ich machen wollte, gemacht, das ist auch. Ich dachte, dass ich würde mehr schaffen, was ich will, ja. Mehr Bitte machen oder so. Ach, komm. Ich hab's für Säcke rausgebracht, einen Eimer rausgeschmissen da. Und in den Unkraut. Mika ist da. Ich hab Micha gesagt, naja, das ist auch so. Guten Abend. Was macht denn deine Wohnung schon raus? Ist das schon raus? Am Sonntag geht er raus. Also am Sonntag habe ich die Schlüssel dann. Sonntag früh bringt er mir die Schlüssel und dann räume ich schon um. Also guck ich mal, was da noch zu machen ist, alles. Du sag mir ruhig Bescheid, Thomas, aber denk dir was, wie ich dir was helfen kann. Mach ich, sag ich dir Bescheid. Wenn du was Kleinigkeit oder was du brauchst oder was. Ist sicher Werkzeug. Brauchst du ein Tapezierzeug? Nee, ich tapeziere nicht. Hätte sein können. Ich kann nicht bei Wunden fahren, hätte sein können. Dass du ein Tapet dran machen willst oder sowas. War keiner hier heute bei dir, ne? Nee, Thorsten war da. Thorsten war hinterher, Thorsten, naja. Thorsten war da mit seiner Freundin. Ne, ansonsten war keiner da. Mit easy. Ich dachte, Dennis würde noch vorbeikommen. Ja, hab ich auch gedacht. Weiß ich nie, was mit ihm los ist jetzt wieder. Gestern Abend, vorgestern Abend, da war auch, weil er nicht da war, aber abends, spät Abend, weil nicht alle in der Küche war, nicht da war. Wer weiß, er hat sich gezankt oder aber keine Ahnung. Naja, wer weiß. Ihr wisst, wo der pennt, wenn er mit dem Rucksack kommt. Und ein paar Sachen, die wir wechseln haben, wenn er wo im Ball steht. Ja. Na komm, ein paar Rodis.
Hey, pass auf, das Wirkung. Der musste mal so ein Netzspalt in den Verrückten. Naja, gut, ich mach mal kurz weiter da unten. Naja. Auf alle Fälle, danke für den Teilüberwurf, 2,50 Meter. Der passt hier noch wieder rüber. Und was heißt der Teilüberwurf? So, ich wüsste, das steht auf dem Beutel drin. Hast du das schon mal benutzt? Das Ding? Ja. So, immer ausprobiert und wieder in den Beutel reingepackt. Warum hast du das denn gekauft? Na, Wolfgang, hör auf, wa? Hör auf! Du, ich sage nicht mehr. Du bist ja gemein, du kennst meine, du bist ja gemein, ja. Ich hab ja noch so ein. Teilüberwurf. So. Kaputt? Hä? Das ist nicht kaputt. Nee. Klappt doch gut. Kann ich mal hier so? Tarn ich mich ab. Morgens mache ich dann wieder auf. So. Moin. Kann mir nicht passieren. Guck mal, jetzt ist noch da oben war. Das kommt in den Schirm. Das kommt in die Schirmspitze, wa? Ja. Spinnen sind auch schon dran. Das ist doch gut. Super. Macht man das im Boden fest denn? Nee, wa? Eigentlich. Nee. Dann machst du mal den Schirm rüber. Ja. Da haben wir ja. Hat ja keine Zeit, das hätte man nicht schon mal gemacht. Nee, ich mach jetzt mal. Ich muss weitermachen, ist das. Das Problem. Ja, Wolfgang, was willst du denn dafür haben für den Schirm und das? Ich muss so sagen. Ich weiß das nicht, ich kann das hier nicht sagen. 20 Euro? Ist das okay? Ja, ich will irgendwann 20 Euro. Ja sagen. Oder nee? Ja. Brief, ja. Ist das okay oder nicht? Ja, doch. Ja? Da weiß ich nicht. Haben wir 30. Aber gut, haben wir 30. Gut. 15, gut. Da habe ich keine Quizzes. 30? Ja, gut. Ja, ich weiß ja nicht, was das kostet. Ja, gut. Ja, haben wir 30. Gut. Herr Wolfgang, nee, das sind gut. Ja, ist auch nicht einfach. Sind 20 okay? Ja. 30, ja. Wir sagen wir 30. 30 okay. Dann kann ich in Ruhe. Dann kann ich mir mal einkaufen. Nee, nächste Woche. Alles klar, gut. Nee. 20? Nee. 30. Dinge, die der Tommy nicht braucht? Jo, danke. Nee, wie gesagt, ich brauch das nicht, denn wie gesagt, mir liegt der Bus zu Hause rum. Ja. Und für uns hier unten ist das doch schön, oder? Ja. Hier sieht es aus, nochmal draußen mal so. Oder sowas. So. Du musst draußen sitzen immer, du musst jetzt immer bezahlen, wenn du drunter willst. Ich muss bezahlen. Nee, ist gut. Okay. Ich kann bezahlen, oh Mann. Ich hab mal. Jetzt kommt der mit seinen Cents wieder. Ich muss schnell weg. Gut, Wolfgang, ich muss weitermachen. Ja, ist ja gleich Feierabend. Ein bisschen Bälle dort ab. Ja, ich muss unten. Kannst du runterkommen? Ja. Kannst du runterkommen denn, weil es ist echt. Ich muss hier dieses Hollandrad fertig machen. Das ist eine Katastrophe. Keine Ahnung, hier los. Na, mir auch, mir tut ohne. Tut mir das alles weh. Ja, ich hab ohne gemacht. Aber tut mir alles weh, meine Fresse doch. Ja, das ist schon okay. Wow. So, jetzt. Wenn wir morgen mal kicken, ob mir mehr Zeit ist oder was sollte, dann spannen wir den Dick mal auf. Ha? Ja. So machen wir das.
nehme ich noch. So, warte mal. So, mach ich erstmal wieder. Ah ja, nee, das ist. Die Lampe ist kaputt hier. Ist abgerissen hier. Die Verlötung abgerissen. Kann ich gar nicht mehr nehmen, die Lampe. Nee, nee. Kann ich nicht nehmen. Alex, schön, ich hab morgen wieder Haushaltstag. Alex hat morgen Haushaltstag? Naja, du Mist. Ja, also mal wieder von zu Hause. Ach so. Ach. Ja. Ja, kann man ja halt nennen, ja. Ich meine, der Haushalt ist ja wohl die Hälfte. Aber der muss 3 Stunden zu Hause und dann. Ja, wenn überhaupt. Der Alex. Der ist ein fauler Stück. Ja, der Alex. Nee, der macht das schon. Alex ist schon guter. Das muss ich neu anbauen, Wolfgang. Aber das wäre schon okay, so sag ich schon. Alles gut. Ja? Also, ja. Wenn du jetzt, wenn du wisst, ich muss mal hören, ob du mit meinem Kumpel mit dem Wohnmobil. Ja. Was der dafür haben will. Ja. Frag mal, und was für ein Wohnmobil das ist? Ist das Wohnmobil oder? Wohnmobil. Moment, ich sag mal Wohnmobil. Das ist jetzt zum Wohnwagen, zum wo du jetzt an dein Auto anhängen kannst. Muss mal gucken, wie groß der ist und ob der TÜV hat und Zulassung und sowas. Das ist alles abgenommen. Du musst hingehen zum Dings, dass du für 4 Wochen ist oder 3 Wochen, da sagst du, du mal ein Schild kriegst. Gibt da sowas, wa? Nee, für 7 Tage. Oder für 7 Tage. Ja, aber man muss ja, der muss ja auch TÜV kriegen und das muss schon sein. Ja, beide muss ich, wie gesagt. Das ist wie. Ich meine, das innen drin, so ist alles Schuss, das Ding, ja. Also, ja. Okay. Aber außen ist also grottig, oder was? Alles außen, alles in Ordnung, mit Vorzellen, alles. Ich weiß nicht, der ist so, wisst ihr, ich meine, der sagt, wie soll ich das erklären? Der Junge ist so unschüssig. Er wird 40 Euro, es ist teuer, der will es ja nicht, ohne Bier und Blibli. Na, blau verkaufen oder was? Achso. Komm, was ist denn die hier? Na, das ist hier von dem Verein hier für krebskranke. Achso, kann man später. Achso, machst du das? Achso. Ja. Das hat mit mir nichts zu tun, ne? Aber mit den. Für die Kinder. Achso. Wolfgang spendet? Ja. Oh, Wolfgang, du spendest? Ja. Ach, Wolfgang, für Kinder. Für Kinder immer, wa? Ist halt immer was übrig. Ja. Wolfgang, ja. Macht die ersten Cent drin. Das müssen aber wir. Nicht viel, aber. Aber ist ja egal, muss man trotzdem festhalten. Du bist ja der Erste. Man sagt immer, klein viel macht auch nichts. So sieht's aus. Spend a Cent. Ist das ja auch. Ja. Ja, ja. Na, das nur nicht. Wolfgang spendet für Kolibri. Der ist auch, wie soll ich das sagen, der Junge ist irgendwie, so unrasiert, so unsauber, wa? Ja, Wolfgang, jetzt spende erstmal für die Kinder hier. Also, ja. Wolfgang spendet jetzt. So, das ist ja leider nicht drin. Nee, du bist der Erste, sag das. Ich bin der Erste, ja, gut. Spend ist Cent. Wolfgang, hast du gut gemacht. Ja, gut. Gratulation, Wolfgang hat der Erste, der gespendet hat. Der ist irgendwie so, wie soll ich sagen, wissig, so schmuddelig oder so, wissig nicht. Du Scheiße. Ich kann nicht sagen, wenn er mal kommt. Doch, du hast was gesagt. Aber ich werde dich nicht verraten. Nee, Kinder, der ist ja sehr kleiner, direkt dreckig und die Schuhe aus und naja, Kinder müssen mit Dreck in Kontakt kommen, bei Kindern ist das normal. Ein Abend! Kindern ist das normal, aber bei. Naja. Von allen, das holt immer das von Edeka. Das ist gut und günstig, ja. Ja. Das schmeckt auch ganz gut, aber je nachdem, ich hab noch die Tage zu essen. Muss morgen auf den Mittag oder morgen was für den Mittag, für Donnerstag, Sonntag. Und dann würde ich komm schon hin. Ich geiz doch, das ist der Mist, ich meine, ja.
dass ich nicht alle aushebe. Nee, nee. Als nächste. Ja, so ist es. Ich habe ja noch. Außerdem habe ich ja noch 20 Euro. Das muss reichen. Nee, nee, komm. Nächste Woche Donnerstag gibt es das wieder hier. Ja. Ich weiß, dass Sie trotzdem nicht aushebe. Ja. Ja. Nee, also. Spiel einfach weiter, ja? Spiel so gut du kannst, bis zum Schluss. Nee, das mache ich nicht, wenn ich jetzt hier alle anderen mitkommen kann oder muss. Braucht ihr, braucht nicht. Essen ist sehr wichtig, ja. Natürlich. Verzeiht. Morgen brauchen wir bei Bauhaus, das kauft alles gut für mich. Wir wollen wenigstens einen Tuschi, einen Mädchen. Das ist böse, brauchst du das, brauchst du das, brauchst du das? Ja, komm, wir haben drei. Ja, das war von 9 Uhr, gerade mal. Nicht mal 9 Uhr, es ist schon dunkel, wa? Ja. Gut. Ah, ich dachte, da kommt noch jeder. Thomas, bis morgen. Ja, bis dann. Ja, aber, ah. Hat es geregnet? Ja. Sehr schön.